Der Titel meines Vortrags lautet Medien, Körper, Digitalisierung, der digitalen Ungleichheit auf der Spur. Ich möchte heute sprechen über Formen von digitaler Ungleichheit, aber auch Möglichkeiten, wie wir zu mehr digitaler Gleichheit, mehr digitaler Teilhabe, mehr Partizipation kommen können. Um dieser digitalen Ungleichheit oder Gleichheit auf die Spur zu kommen, müssen wir uns in die frühen Tage des Internets begeben und über Körperpolitiken im Cyberfeminismus der 90er Jahre sprechen. Das wird der erste Teil dieses Vortrags sein. Wir werden dann über die Power des Glitch sprechen, also wenn eigentlich im Internet mal was gar nicht so gut funktioniert und warum das ein ganz wirkmächtiges Zeichen oder eine wirkmächtige Metapher sein kann für ein inklusives Internet. Wir werden sprechen über Körper im Netz, die digital sind und dann aber trotzdem voller Stereotype. Wir werden uns ansehen, wo diese Diskriminierung im Internet herkommt. Und dann werden wir uns Schönheitsdruck in Zeiten von Plattformkapitalismus widmen. Das bedeutet, wir werden uns ansehen, wie ist das mit all diesen Filtern und all diesen Normierungsformen. Um diesen Körperpolitiken auf die Spur zu kommen, müssen wir zurück in die 90er Jahre. Und die britische Aktivistin, Journalistin und Theoretikerin Lori Penny hat dazu was ganz Interessantes zu sagen. Aus ihrem Buch Unspeakable Things möchte ich jetzt mit einem Zitat einleiten. There was a time not so long ago when nerds, theorists and hackers, the first real colonizers of cyberspace, believed that the internet would liberate us from gender. Science fiction writers imagined a near future just on the edge of imagination, where people's physical bodies would become immaterial as we traveled beyond space and distance and made friends and connections and business deals all over the planet in the space of a split second. Why would it matter in this brave new networked world what sort of body you had? And if your body didn't matter, why would it matter if you were a man or a woman, a boy or a girl or something else entirely? Was Lori Penny hier anführt, ist diese Idee, dass man sich in den frühen 90er Jahren, als das Internet entwickelt wurde, dachte, naja bitte, das ist doch ein Ort, wo wir über unsere physischen Körper hinauswachsen können, wo wir doch diesen ganzen Sexismus, den ganzen Rassismus, die Behindertenfeindlichkeit und eigentlich alle Formen von Diskriminierung hinter uns lassen können, weil wenn nur 1 und 0 eine Rolle spielen, warum sollte das dann überhaupt eine Rolle spielen, wie unser Körper aussieht? Wenn wir Avatare in aller Art und Formen haben können, dann wäre doch da eigentlich dieses riesige, riesige Freiheitspotenzial. Aber, und das sagt sie auch, das möchte ich jetzt nochmal als Zitat anbringen, es ist auch was anderes passiert. The internet made misogyny routine and sexual bullying easy. But first it did something else. It gave women, girls and queer people space to speak to each other without limits, across borders, sharing stories and changing our reality. Also was Lori Penny realisiert hat, ist, dass sie not the only pissed off girl out there is. Das bedeutet, dass sie draufgekommen ist, all diese Diskriminierungserfahrungen, die sie gemacht hat, das ganze Bullying, das ganze Catcalling auf der Straße, all diese Erfahrungen, die konnte man plötzlich mit Menschen teilen und das war davor gar nicht möglich. Das heißt, auf der einen Seite, wir wissen heute, wenn wir über das Internet sprechen, dann sprechen wir über Hass im Netz, wir sprechen über Diskriminierung, ganz oft auch über Radikalisierung und über Ausschlüsse. Nicht zuletzt ist der Titel dieser Reihe Demokratie und digitale Revolution. Aber das Internet hat eben auch diese Communities ermöglicht und dieses gemeinsame Aktivwerden. Das heißt, schon sehr früh war da eine gewisse Ambivalenz zu betrachten. Und eine Publikation, auf die ich auf jeden Fall hinweisen möchte, ist der gerade herausgekommene Cyberfeminism Index, in dem ganz verschiedene Formen von Online-Feminismen zusammengetragen werden, die im Kern eigentlich darauf hinweisen, dass die Grenzen zwischen analog und digital schon lange nicht mehr streng abgegrenzt sind, sondern dass diese beiden Welten porös werden und dass sich unsere Leben zwischen digital und analog ja informieren und dass die Grenzen ganz, ganz fließend geworden sind. Und genau an diesem Punkt macht sich auch ein ganz spannendes Buch Gedanken, nämlich das Buch Glitch Feminism von Legacy Russell. Das ist eine ganz coole schwarze Künstlerin, Theoretikerin, die so ein ganz hybrides Buch geschrieben hat, das den zum Kern hat, die Idee, diese Metapher des Glitch. Im Internet sagt man, ein Glitch ist wenn etwas nicht passt oder wenn plötzlich so das Bild verrückt, wenn wir plötzlich so eine flimmernde Oberfläche haben oder einfach irgendwie alles stecken bleibt und zusammenbricht, ist eigentlich ein Problem. Aber Legacy Russell
sagt, und das möchte ich jetzt kurz zitieren, Glitch bodies, those that do not align with the canon of white cisgender heteronormativity, pose a threat to social order. Was bedeutet das? Dieses Hinausgehen über dieses, ist es entweder eins oder null, ist es entweder schwarz oder weiß, ist jemand behindert oder nicht behindert? Dieses Niederbrechen von diesen binären Kategorien hilft uns, über Diskriminierungserfahrungen hinauszugehen, und sie verwendet das als politisches Bild. Und sie sagt, the glitch helps us to celebrate failure as a generative force, a new way to take on the world. We use the glitch as a vehicle to rethink our physical selves. Also hier möchte ich nochmal betonen, bei einer Screentime von, ich weiß nicht, durchschnittlich 6 oder 7 Stunden, gerade von jungen Menschen, dass die Grenzen zwischen Online und Offline fließend sind, dass diese Welten sich gegenseitig beeinflussen, besonders was unsere Identitäten betrifft. Und ich habe hier nicht, es gibt in ganz vielen Studien so einen, der nennt sich Media Effects Model Zugang, der annimmt, hier hätten wir auf der einen Seite die digitale Welt, hier hätten wir die Userinnen, und dann hat man so diese direkte Einflussnahme wie so eine Einbahnstraße. Aber in Wahrheit sind wir in einer relationalen Beziehung zu Bildern und zu digitalen Welten. Das bedeutet, was wir da sehen, beeinflusst uns natürlich, aber wir sind dem nicht passiv ausgeliefert. In den Cultural Studies haben wir ein aktives Bild von Mediennutzung, und natürlich können wir uns auch widerständig positionieren und informieren und informiert durch digitale Welten bewegen. Genau. Und wenn wir uns jetzt ansehen, wir haben jetzt festgehalten, in den 90er Jahren dachte man, na bitte, da muss doch so viel möglich sein, da muss doch so viel Sexismus und Rassismus, das muss doch zurückzulassen sein, wenn wir diese neue Welt erdenken. Und jetzt sehen wir uns aber an, wie schaut's aus mit Körpern im Netz? Die sind digital und leider, wie alle wissen, trotzdem voller Stereotype. Als Beispiele kann man hier anführen, dass Seifenspender zum Beispiel ganz oft dunkle Haut nicht erkennen, die als Trigger haben, wenn man die Hand drunter hält, dass sie durch den Kontrast beginnen, Seife zu spenden, aber mit dunkler Haut funktioniert das nicht. Und darüber hinaus hat eine ganz tolle Forscherin, Joy Boulamwini, die am MIT arbeitet, in ihrer Forschung entdeckt, dass Gesichtserkennung auf ihr Gesicht einfach überhaupt nicht reagiert hat. Und dann ist sie draufgekommen, noch viel mehr, dass es nicht nur ihre Hautfarbe ist, sondern dass es auch mit Geschlecht zu tun hat, wir es also mit einer Form von intersektionaler Diskriminierung zu tun haben, weil die AI, die künstliche Intelligenz, nicht nur schwarze Menschen schlechter erkannt hat, sondern schwarze Frauen noch sehr, sehr viel schlechter. Ganz wichtig ist, dass wir hier nicht vergessen, wenn wir über digitale Ungerechtigkeit sprechen, dass wir auf Überwachung und staatliche Kontrolle zu sprechen kommen, dass es Gesichtserkennung im öffentlichen Raum sehr weit verbreitet gibt und dass rassistische Polizeigewalt nicht nur in den USA ein riesiges Problem ist. Das bedeutet, je mehr wir uns auf diese Techniken verlassen, desto mehr ist es wichtig, dass wir über Gleichhabe, über Teilhabe und gleichberechtigte Entwicklung sprechen eigentlich, weil wenn immer nur dieselben Menschen, und ganz oft sind das noch immer weiße, heterosexuelle Cis-Männer, Technologien entwickeln, und wenn Algorithmen auf Datensets basieren, die auch einen totalen Data-Bias haben, also auch überhaupt nicht alle Menschen, die auf der Welt eben existieren, inkludieren, dann wird auch die Technologie, die dabei rauskommt, einen Bias haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das in Erinnerung rufen, besonders wenn es um Überwachung und Kontrolle am Arbeitsplatz oder im Bereich von strafrechtlicher Verfolgung geht, weil ich glaube, es will niemand, dass Menschen ungerecht im Gefängnis landen, nur weil die KI ihr Gesicht falsch zugeordnet hat. Also da passieren aktuell auch schon wirklich schlimme Dinge. Wir wenden uns jetzt sozusagen im nächsten Teil meinem Spezialgebiet zu, nämlich den Körperpolitiken im Netz. Und wir können sagen, dass Körper aktuell zwischen Geschlechternormen, Leistungsimperativen und Optimierungsdruck gefangen sind. Wenn wir uns anschauen, wie die Gesellschaft strukturiert ist, dann haben wir noch immer eine gesellschaftlich produzierte, aber ganz oft naturalisierte, binäre, heteronormative Geschlechterordnung. Was bedeutet das? Wir nehmen an, von Natur aus gibt es auf jeden Fall nur Männer und Frauen, die verlieben sich ineinander, und damit ist diese heteronormative Gesellschaft perfekt. Es ist aber nicht so, dass es plötzlich mehr queere Menschen gibt, sondern die gab es schon immer, die wurden nur gewaltvoll unsichtbar gemacht. Gerade
Diesen Juni wurde ein großes Zeichen dafür gesetzt, dass queere Menschen im Nationalsozialismus zum Beispiel ermordet wurden in großen Zahlen und das noch immer nicht genügend anerkannt wurde. Das heißt, während wir Frauen vor allem mit ihrem Körper und mit Natur assoziieren, wegen ihrer reproduktiven Fähigkeiten und sie dem privaten Raum zuschreiben, werden Männer mit Geist und Kultur assoziiert und mit dem öffentlichen Raum. Das sieht man ganz gut, wenn man mal überlegt, wie Statuen im öffentlichen Raum aussehen. Das sind meistens Statuen von Männern. Wir können sagen, dass heute Frauenkörper genau dann leicht Sichtbarkeit erhalten im öffentlichen Raum, wenn sie jung, weiß, faltenhaar und fettfrei sind, wenn sie sexuell verfügbar sind und dazu da, um Produkte zu verkaufen. Oder, und das ist besonders schwierig, wenn marginalisierte Körper gerade trendy sind. Man sieht in der Einblendung eine Werbung von Bieber: Ich mache meine Ecken, Kanten und Kurven zum Trend, mit so einer ganz happy-peppy Woman of Color, die sich sehr positiv und empowered zeigt. Und man hat so das Gefühl, ja, das ist ja auf den ersten Blick mal voll super. Aber man fragt sich, warum muss diese marginalisierte Person, warum muss sie selbst ihren eigenen Körper zum Trend machen, dass sie sein darf? Und was man natürlich auch kritisch nachfragen muss, ist, was passiert, wenn der Trend vorbei ist? Dann ist sie wieder nur mehr mit strukturellem Rassismus konfrontiert und kann ihren Körper nicht mehr als Trend zum Kapital machen und damit ihr Geld verdienen. Das heißt, es ist wirklich eine ganz schwierige Problemlage. Wir können hier abschließend sagen, dass Schönheitsdruck in einer kapitalistischen, patriarchalen Gesellschaft immer noch für Frauen und queere Menschen sehr viel größer ist, dass wir aber auch eine Zunahme von Schönheitsdruck für Männer feststellen. Es gibt analog zum Phänomen von Anorexie auch das Phänomen der Bigorexie. Da gibt es eine ganz tolle BBC-Doku, die wir verlinken, die darauf hinweist, dass Männer, die so durchtrainiert sind wie Arnold Schwarzenegger, in seinen besten Zeiten vor dem Spiegel stehen und weinen, weil sie sich nicht fit und buff genug fühlen. Ein ganz großes Problem also auf beiden Enden des Geschlechterspektrums. Und wir können feststellen, dass über Geschlechtergrenzen hinweg ein leistungsfähiger, fitter Körper ist ein Ideal, das eben wirklich nicht mehr nur mit Weiblichkeit zu tun hat. Und das heißt, Körper werden mittlerweile so als identitätsstiftendes Projekt gesehen. Man investiert in diesen Körper, man macht all diese Schönheitsarbeit, um angesehen zu werden als jemand, der in dieser Gesellschaft leistungsfähig ist und anerkannt wird. Und wenn wir uns jetzt ansehen, was hat das alles mit Digitalisierung zu tun, dann können wir sagen grundsätzlich, dass es hier um das Phänomen Lookismus geht, also Diskriminierung aufgrund des Äußeren. Jene Menschen, die als schön angesehen werden, haben krasse Vorteile im Leben, in allen Lebensbereichen. Sie bekommen die bessere Gesundheitsversorgung, kriegen in der Schule schon bessere Noten, sie haben Vorteile beim Dating, in der Arbeitswelt bekommen eher das höhere Gehalt, all diese Vorteile. Und jene, die als hässlich oder gar eklig angesehen werden, sind mit Nachteilen und Diskriminierung konfrontiert. Das heißt, lookistische Diskriminierung basiert auf der Praxis, aufgrund von Äußerlichkeiten Gruppenzugehörigkeiten herzustellen, über die man dann Charaktereigenschaften und Kompetenzen feststellen können, so glaubt. Und wenn wir uns ansehen, wie das im digitalen Raum funktioniert, dann sehen wir, dass Schönheitsdruck intensiver und extensiver geworden ist. Im Buch Aesthetic Labor nennen die Forscherinnen das Intensification und Extensification von Schönheitsdruck. Intensiver ist dieser Schönheitsdruck geworden, weil wir immer mehr Möglichkeiten haben, unsere Bilder überhaupt von uns zu machen. Ja, früher war ja in der analogen Welt, hat lang gedauert, ein Bild zu machen. Es war teuer, das auswerten zu lassen. Das hat ja alles seine Zeit gedauert. Und heute können wir einfach ganz schnell 100 Selfies am Tag von uns machen und die dann auch noch mit digitalen Tools nachbearbeiten. Besonders nennenswert ist hier der Bold Glamour Filter, der auf TikTok wirklich wahnsinnige Erfolge gefeiert hat, weil er so realistisch ist. Nicht, weil das Bild, das rauskommt, so realistisch ist, aber ich kann den, früher war es ja so, um auf den Glitch zurückzukommen, wenn ich einen Filter verwendet habe und ich habe irgendwie mit meiner Hand zwischen Linse und meinem Gesicht eine Bewegung gemacht, dann hat das geglitscht, hat das Bild nicht funktioniert. Die Hasenohren, die wir kennen, waren irgendwie verschwommen, hat nicht funktioniert. Dieser Filter erlaubt es mir, selbst wenn ich mir so ins Gesicht greife, in dem produzierten Bild weiterhin diese Illusion eines total perfekten und irgendwie alienhaft verzerrten Gesichts herzustellen. Das heißt, das sind große Fortschritte auch auf Seiten der künstlichen Intelligenz. So wird der Schönheitsdruck immer intensiver. Er wird aber auch immer extensiver, betrifft also immer neue Körperregionen und er betrifft immer neue Menschengruppen. Immer jüngere Frauen und Menschen sind betroffen, immer ältere, mittlerweile müssen auch Schwangere total sexy und schön sein. Das heißt, intensiver auf der einen Seite, extensiv auf der anderen. Und was ist die Logik dahinter?
Es müssen immer neue Problemzonen geschaffen werden, um immer neue Produkte zu verkaufen. Das heißt, mit unseren Unsicherheiten werden vor allem eins, Geschäfte gemacht. Es wird ganz oft momentan von Body Positivity und Body Neutrality gesprochen, von den Bewegungen, die versuchen, exklusive Schönheitsstandards zu unterwandern und einfach mehr Gerechtigkeit für alle Körper fordern. Aber worüber sehr selten gesprochen wird, ist, dass die Basis, auf dem all dieser Aktivismus passiert, Plattformkapitalismus ist. Das ist nicht so eine sexy Überschrift wie Liebe dich selbst, das passt schon so, wie du bist. Das ist ein bisschen komplexer, aber ich glaube, wir müssen trotzdem drüber reden. Denn die größten Plattformen, Facebook, Instagram, Twitter und TikTok, die wollen nicht eine bessere Welt, die haben maximale Daten- und Profitakquise zum Ziel. Und wirklich nicht, so wie ursprünglich von den cyberfeministischen Tech-Optimistinnen der 90er Jahre gefordert, einen möglichst transparenten, egalitären Zugang zum Internet für alle. Nix Rynicek spricht deswegen, wie andere Expertinnen auch, vom Plattformkapitalismus als System. NutzerInnendaten, ihre Vorlieben und Konsumentscheidungen werden gesammelt und an die höchstbietenden Werber verkauft. Je mehr NutzerInnen bei einer Plattform gemeldet sind, desto profitabler. Netzwerkeffekte, die oft zu Monopolstellungen führen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, all dieser Aktivismus funktioniert auf Plattformen, die wirklich nicht zum Ziel haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das müssen wir mitdenken. Algorithmen haben gewisse Biases, das habe ich eingangs schon erklärt, und wir kennen sie auch gar nicht, sie sind nicht transparent. Das heißt, es häuft sich die Kritik an diesem System, das eigentlich nur Profite zum Ziel hat. Besonders viel beachtet ist die Systemkritik von Shoshana Zuboff, die in ihrem jüngsten Monumentalwerk, es ist wirklich so ein Schinken, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus ausruft. Menschliche Erfahrung wird laut ihr zum Rohmaterial und übersetzt in Verhaltensdaten zur wertvollen Ware. Auf Basis dieser Daten ergeben sich, was Zuboff Vorhersageprodukte nennt, die auf verhaltensbezogenen Zukunftsmärkten gehandelt werden. Zuboffs Abhandlungen enden in einer düsteren Zukunftsprognose. Kompletter Kontrollverlust über unsere Daten, Persönlichkeitsrechte eingeschränkt oder gänzlich dahin, Dauerüberwachung als Normalzustand. Jetzt kann man sagen, okay, das klingt wirklich schrecklich, schaut echt nicht gut aus. Und es gibt viele Leute, die diese Kritik teilen, aber nicht die Ableitungen daraus. Das heißt, zum Beispiel Jeremy Gilbert, ein britischer Forscher, teilt die Kritik an der uneingeschränkten Datenmacht der Silicon Valley-Monopolistinnen. Er zieht aber gänzlich andere Schlüsse aus Zuboffs Bestandaufnahme. Den Widerstand gegenüber Plattformen auf Individuen abzuwälzen, etwa indem man zum Boykott der Netzwerke oder mehr Vorsicht im Umgang mit Persönlichkeitsdaten aufruft, werde nämlich nicht funktionieren. Immerhin sind die digitalen Dienstleistungen, die sie anbieten, für viele mittlerweile unverzichtbar geworden. Vielmehr, sagt er, braucht es überstaatliche Regulierungsmaßnahmen von Big Tech, die auf die soziale vernetzte Natur von Menschen Rücksicht nehmen und allen ermöglichen, digital teilzuhaben. Warum sollten diese Netzwerke von Verwertungsinteressen gelenkt werden, während sie als öffentliche Plätze eine gesellschaftlich integrative Funktion erfüllen und als infrastrukturelles, mediales Allgemeingut auch unter demokratischer Kontrolle zum Nutzen aller geführt werden könnten? Das wäre der zentrale Ausgangspunkt progressiver Digitalisierungspolitiken, die Grundlage für Datensouveränität, Medienpluralität, Daseinsfürsorge, digitale Demokratie und gerechte Formen des Arbeitens und Lebens der Zukunft. Das bedeutet, bei Zuboff hat man das Gefühl, alles, was ich machen kann, ist zu sagen, ja gut, dann melde ich mich halt ab von diesen Plattformen. Aber so viel von unserer Identität, so viel von unserem sozialen Miteinander, so viel Protest und auch soziale Bewegungen beginnen mittlerweile auf sozialen Medien, wenn wir denken an MeToo, wenn wir an Black Lives Matter denken oder die Klimabewegung. Das heißt, einfach zu sagen, na gut, dann melde ich mich da ab, weil was die mit meinen Daten machen, ist mir nicht recht. All diese profitgetriebenen Konzerne, das ist keine Lösung. Wozu also progressive Digitalisierungsforscherinnen aufrufen, ist ein Zerschlagen dieser Konzerne und einfach Regierungen dazu aufrufen, selbst Gesetze in Gang zu bringen. Und man muss sagen, die EU bemüht sich da auch. Gar nicht so leicht am laufenden Stand zu bleiben, aber sie bemüht sich. Nun, wie sieht jetzt dieser Widerstand der Body Positivity Bewegung auf? An dieser Stelle möchten wir ein paar spannende Beispiele einblenden, die zeigen, dass es von Body Positivity, also einem Verständnis von alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind, das versucht, Schönheitsgrenzen weiterzudenken und mehr Menschen Zugang zu dieser vorteilhaften Kategorie zu verschaffen, bis hin zu Body Neutrality, also einem Zugang von, ich bin doch viel mehr als mein Körper. Ich schätze ihn wert, für dass er mir Zugang zur Welt ermöglicht, dass ich über meinen Körper die Sonne auf der Haut spüren kann, Wind auf der Haut spüren kann,
Tanz, Bewegung, Sexualität erleben kann und dass ich mich nicht nur auf diese Schönheitsfragen beziehe. Also dieses ganze Spektrum gibt's. Wir zeigen ein paar tolle Beispiele und Folgeempfehlungen und legen damit auch den Fokus darauf, dass es nicht nur, obwohl die Grundlage so schwierig ist, um Profite, um Ausbeutung und um Ausgrenzung geht, sondern dass es durchaus auch Widerstand gibt, auch wenn die Basis dafür sehr, sehr schwierig ist. Was bedeutet das also? Was ist meine Conclusio? Auf der einen Seite sehen wir Intensivierung und Extensivierung von Schönheitsdruck. Wir sehen vermehrte Normierung und Überwachung. Junge Menschen klagen darüber, wie sehr sie unter diesem Druck, als schön gelesen zu werden, leiden. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch verstärkten Widerstand. Wir sehen Möglichkeiten der Vernetzung, die es Mitte des letzten Jahrhunderts noch keineswegs gab. Wir sehen wirkmächtige Bewegungen, die Gesetzesänderungen zuwege bringen, die Widerstand ermöglichen und gegenseitige Solidaritätsnetzwerke im Bereich von Black Lives Matter, im Bereich von Body Positivity, in der Klimabewegung und ähnlichen Bereichen. In vielen Zugängen wird von einem Media Effects Model ausgegangen, von dem im Kern gesagt wird, hier sind die Medien, die wir konsumieren, hier sind die UserInnen und die haben einen direkten Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie wir uns verhalten. Dieser Einfluss ist jedenfalls gegeben, aber ich würde darüber hinausgehen. Ich gehe von einem relationalen Zugang zu unserem Umgang mit Medienwelten aus und einem aktiven Verständnis von Mediennutzung, das in den British Cultural Studies meiner Forschungsrichtung das ihm zugrunde liegt. Und das bedeutet, dass wir diesen Bildern absolut nicht passiv ausgesetzt sind, sondern uns durchaus, wie die Beispiele, die wir gerade gezeigt haben, auch widerständig positionieren können. Ein besonders spannender Text in diesem Zugang ist der von Coleman, in dem über Affekte statt Effekte geredet wird, die so, so schwer zu messen sind. In Colemans Text heißt es, Bodies become through their relations with images, rather than being affected by images. Weil wenn man so eindeutig einen Effekt messen wollte, heißt das ja, dass hier das fertige Bild ist, hier ist die fertige, unveränderliche Person und dann kann ich einen Effekt messen. Vielmehr ist das alles in Bewegung und im Fluss. Wir haben gesprochen über Plattformkapitalismus, diskriminierende künstliche Intelligenz und Formen von digitaler Ungleichheit. Forderungen nach einem verantwortungsvollen Bewegen im digitalen Raum, ja jetzt halt aufpasst auf deine Daten, sind mir nicht genug. Ich fordere, dass strukturelle Veränderungen stattfinden, dass Medienkompetenz in den Schulen Einzug hält, dass Menschen wirklich schon sehr früh den Umgang mit digitalen Welten lernen, der verantwortungsvoll ist, aber auch eben Regierungen und ähnliche Institutionen dazu zwingt, Veränderungen herbeizuführen. Und ich glaube, dass man durchaus hoffnungsvoll in eine digitale Zukunft blicken kann und dass digitale Partizipation sehr viel besser möglich sein kann als in einer profitgetriebenen Welt, in der Konzerne das Sagen haben. Vielen Dank.